habt ja schon so ein paar Einblicke bekommen, wie es hier so aussieht. Ich finde die Schule super, super schön. Also irgendwie das Gebäude und hier stehen überall ringsherum Palmen und Orangenbäume und so. Das ist einfach so ein richtig schönes Gefühl irgendwie. Und jetzt sind auch die ersten beiden Schulstunden vorbei. Also davor haben wir noch so einen kleinen Test gemacht, um eben das Niveau einzustufen. Und ja, haben dann jetzt den Stundenplan für die Woche bekommen und hatten jetzt eben auch die ersten zwei Stunden. Und ich muss sagen, das war schon sehr anspruchsvoll. Also ich bin jetzt in den in das mittlere Niveau gekommen. Und ja, teilweise musste ich mich echt konzentrieren, beziehungsweise einige Sachen habe ich auch gar nicht verstanden. Aber okay, das ist ja auch normal. Und ich meine, ich bin ja erst einen Tag hier. Also da wird sich sowieso auch, denke ich, nochmal was ändern. Und das ist ja auch gut, wenn man gefordert wird. Allerdings ist es halt echt anstrengend. Also so die ganze Zeit sich zu konzentrieren und die Sprache zu sprechen und so. Also, ja, es macht mir total Spaß. Ich mag die Sprache ja auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber es ist halt wirklich anstrengend. Also ich merke, dass ich jetzt auch echt ein bisschen müde bin. Die andere Austauschschülerin aus Frankreich, die ja auch bei uns wohnt, die hat angeboten, dass wir am Strand was zusammen essen können. Und ja, da werden wir jetzt mal hinlaufen und mal schauen, was es da so gibt. Und dann habe ich eine kleine Pause. Also werde da wahrscheinlich dann auch kurz nach Hause gehen und mich ein bisschen ausruhen. Und dann heute Nachmittag haben wir dann so eine kleine Führung hier durch die Stadt von Malaga. Also das macht eben einer von EF, ein Mitarbeiter. Und da bin ich auch mal ganz gespannt, mal die Stadt ein bisschen genauer zu sehen. Und da nehme ich euch dann natürlich auch mit. Allerdings werde ich die euch jetzt nicht so genau zeigen, beziehungsweise wir haben uns die auch gar nicht genau angeguckt, nur so ein bisschen von außen. Denn dafür werde ich mir extra auch einen Tag frei nehmen oder Zeit nehmen, am Wochenende, denke ich mal. Und werde dann da hier mir alles mal genauer anschauen und euch dann da auch mitnehmen. Auf einem Platz und hier ist eben eine Statue von Picasso und er sitzt hier und das soll eben darstellen, dass er hier schon früher saß, als er eben ein kleines Kind war mit seinem Vater zusammen und der Vater, der hat immer die Tauben gefüttert und der Picasso hat dann eben später auch seine Tochter nach diesen Tauben benannt, nämlich Paloma. Und hier direkt nebenan, sozusagen hinter ihm, ist auch sein Geburtshaus. Und falls ihr euch gewundert habt, wieso ich seinen Kopf gestreichelt habe, man sagt, dass es eben Glück bringt, wenn man ja, seinen Kopf streichelt. Ich muss ja sagen, ich finde so diese spanischen Altstädte echt immer so, so schön. Also ich kenne die schon jetzt aus Valencia und Barcelona und halt auch aus Palma. Und einfach ja diese Fensterläden und diese cremefarbenen Häuser oftmals. Ich finde das einfach so, so hübsch. Und vor allem jetzt hier auch noch so rumzulaufen. Ich meine, es ist 18 Uhr und es ist total mild. Ich habe zwar eine Jacke an, aber es ist total mild. Und ja. Das ist richtig schön. Ja.
wir sind jetzt hier gerade auf der Haupteinkaufsstraße sozusagen und im Hintergrund seht ihr ja auch schon diese Lichter. Mega schön. Und ja, vor 2-3 Wochen ungefähr waren das noch die Weihnachtslichter hier eben. Und alle paar Minuten gibt es hier zur Weihnachtszeit immer so eine Lichtershow. Und die wurden jetzt eben einfach ein bisschen umgeändert in Karnevalslichter. Sieht auf jeden Fall total schön aus, finde ich. So konnte dann eben jeder auch mal von allem ein bisschen was probieren. Und es war auf jeden Fall mega, mega lecker. Also ich esse Tapas sowieso super gerne. Jetzt laufen wir eben wieder zurück zur Schule. Von da aus muss ich dann eben wieder zu meiner Unterkunft laufen. Und ja, wir könnten noch mit dem Bus fahren, aber wir dachten uns, jetzt machen wir mal so einen kleinen Spaziergang noch hier abends durch die Altstadt. Und es sieht auch so schön aus, auch im Dunkeln. Ich zeige euch das gleich mal ein bisschen. Und ja, also alles sehr entspannt. Ja, ich melde mich gleich mal. So, mal wieder auf dem Weg. Und zwar schon wieder zur Schule. Heute laufe ich diesen Weg das dritte Mal. Und zwar ist heute Abend so eine kleine Willkommensparty. Das heißt, alle neuen Leute, die eben jetzt angekommen sind in der Sprachschule, die kommen zusammen in so einer kleinen Bar und ja, wir verbringen da den Abend zusammen. Und wir sind nämlich gerade noch von dem Tapas-Restaurant zur Schule zurückgelaufen. Hatte ich ja schon gesagt, dass man eigentlich auch einen Bus nehmen könnte, wie auf dem Hinweg. Aber wir sind gelaufen, das hat tatsächlich auch eine Stunde gedauert. Aber das war schön, also wir haben auch total gut uns unterhalten. Zwar ehrlicherweise in Deutsch, also weil da waren zwei Leute aus der Gruppe, die halt auch aus Deutschland kommen. Und klar, man sollte am besten auch mit denen die ganze Zeit Spanisch sprechen. Ich bin ehrlich, wir haben Deutsch geredet, aber weil wir auch einfach ein bisschen ja, den Kopf dann leer hatten von dem Spanisch noch den ganzen Tag. Und ja, jetzt habe ich mich eben gerade zu Hause kurz umgezogen, ein bisschen frisch gemacht und jetzt geht's wieder zurück zur Schule und dann fahren wir von da aus eben zu dieser kleinen Bar und ich bin mal gespannt, wie das noch so wird heute. So, ich bleibe jetzt mal hier im Flur stehen, weil oben schlafen schon alle. Und ja, wir sind jetzt eben zurückgekommen von der Bar und es war noch recht ganz lustig. Also wir sind noch in eine andere Bar danach gegangen. Und ja, also ich habe so ein paar Mädels halt jetzt über den Tag hinweg kennengelernt, die sind total nett. Also zwei davon sind eben aus Deutschland und die andere aus Schweden. Und ja, wir quatschen immer schon die ganze Zeit ganz schön. Und jetzt bin ich aber auch echt todmüde, also der Tag, der war auch echt lang. Und deshalb falle ich jetzt mal schön ins Bett. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, natürlich auch meinen Kanal abonniert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die nächsten paar Tage. Tschüssi!